Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zu 1215. Rohstoff, Tagesausgabe der Formationsdata am Donnerstag, dem 29. September 2016. Und wie schön, dass Sie den Weg zu mir und zu dieser Rohstoff-Tagesausgabe wieder gefunden haben. Bevor wir auf die Rohstoffliste schauen, ein nachträgliches und herzliches Zakatumski für diese wunderbare bullische Bewegung, die wir bei Brent gesehen haben, plus 4,7%, noch Crude plus 4,5%, denn die OPEC, und Leute, das ist das Entscheidende, die OPEC hat den Markt überrascht. Die Marktteilnehmer waren sich sicherer am sichersten, dass die OPEC-Länder mal wieder sich nicht auf eine Drosselung der Fördermenge werden einigen können. Und die OPEC-Länder haben es tatsächlich geschafft. Und für diejenigen unter Ihnen, die sagen, hätte ich mal da vorher schon Brent gekauft, sozusagen direkt vor der OPEC-Sitzung. Nochmals, diese heftige Bewegung zeigt an, dass es das Unwahrscheinliche war. Das Unwahrscheinliche, das heißt, es passiert in 1 von 10 Fällen. Also, gegen wen spielt der FC Bayern beim nächsten Heimspiel? Da können sie ja auch genauso gut auf einen Auswärtssieg setzen. Ich glaube, letztes Jahr haben die Bayern von 17 Heimspielen haben sie 1 verloren, glaube ich. Das war gegen Mainz, glaube ich, oder? So. Also wollen Sie gegen das Wahrscheinliche wetten? Oder wollen Sie, bevor so etwas ansteht, für das Wahrscheinliche tippen? Wenn Sie fürs Wahrscheinliche tippen, ist es schon eingepreist. Wenn Sie gegen das Wahrscheinliche tippen, ist es auch unwahrscheinlich, dass das aufgeht. Und deswegen ist es nicht viel schöner, einfach den Chart zu lesen und seine Wahrscheinlichkeit zu zählen. Hier, Bullenflagge oberhalb der 50 Dollar. Falls der Markt es schafft, diese Widerstandszone aus dem Weg zu räumen, dann haben wir ein prozyklisches Signal. Wir reden immer wieder miteinander darüber, dass der Markt hier in einer Entscheidungsphase ist. Und schauen Sie sich mal an, also ich weiß, das ist Brent und das ist hier ein ETF von Crude. USO, Volumen, also an normalen Tagen 40 Millionen. Gestern waren es 93 Millionen. Falls der Markt hier diesen Ausbruch bestätigt, dann größere Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung in Richtung der Hochs. Also 54 bei Crude und 60 bei Brent. Was man aber wissen muss, ist, ich zeige es Ihnen gleich bei USO, und deswegen konservative Trader warten hier den Wochenschluss ab. Denn wir sind genau auf der falschen Seite der 20- und 50-Wochen-Linie. Für den Fall, dass wir das auch noch aus dem Weg räumen können, steigt die Wahrscheinlichkeit umso mehr, dass wir zumindest in Richtung der Jahreshochs gehen werden. Also, das spekulative Signal ist der Tagesschluss oberhalb dieser trendbegrenzenden Linie. Konservativer, wenn man auch noch die 20- und 50-Wochen-Linie hinter sich gelassen hat. Und in der Regel kommt der Markt nochmal von oben und testet das nochmal. Apropos Platin. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Platin hatte diese bullische Keilformation bullisch aufgelöst. Ich habe Ihnen gesagt, ich würde es hier nicht kaufen, weil der Markt schon eine ordentliche bullische Bewegung gemacht hat. Falls der nochmal in Richtung 1040 geht, das ist eine interessante Unterstützung, dürfte nicht mehr unter diese Tiefs fallen, unter die 1000 Dollar fallen. Ich würde es aber trotzdem noch nicht traden. Denn wir waren damals zwar oberhalb dieser Keilformation, aber genau, man sieht es gar nicht, die 20-Tage-Linie, wir kämpften gerade noch damit. Wir waren auf der falschen Seite der 100-Tage-Linie. Auch über die Woche genau die gleichen gleitenden Durchschnitte. Schauen Sie sich das an, die 100er, Unterstützung, 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 per Wochenschluss Unterstützung, Unterstützung und bam, weggebrochen. Jetzt Widerstand. Jetzt hier, 20-Wochen-Linie, Unterstützung, 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 bam, weggebrochen, Widerstand. Also 4 gleitende Durchschnitte, mit denen wir auch gekämpft hatten. Vorher und gerade plus, Moment, und die Mentorschüler werden wissen, was ich jetzt sage. Diese Formation war mir persönlich nicht reif genug. Deswegen hatte ich Ihnen gesagt, würde mich das hier eher nicht interessieren. So. Jetzt kommt der Markt wieder zurück. Gestern habe ich mit dem Markt gespielt auf der Lauer, auf der Mauer. Sitze kleine Trader. Schaut euch den Trader an, wie der so schön warten kann. Verdammt, ich habe es schon wieder vergessen. Sie werden es mir verzeihen. Bin nicht in Deutschland groß geworden. Ich habe die deutsche Sprache richtig als Fremdsprache, richtig pauken, habe ich gelernt. Gestern hat mein Sohnemann mir das mit auf der Mauer, auf der Lauer erzählt. Ich habe es vergessen. Sei es drum. Ich habe auf der Mauer, auf der Lauer gespielt. Der Markt hat aber nicht mit mir mitgespielt. Denn, schauen Sie, wir verabschieden uns einmal hier von dieser Linie. Wir haben, wenn wir uns hier diese gesamte Aufwärtsbewegung anschauen, Moment, vom Tief zum Hoch, vom tiefsten Tief zum höchsten Hoch, also seit den Dezember-Tiefs,
Wir sind in der Nähe der 50% Retracement-Marke gewesen. Okay, nehmen wir mal wieder weg. So, dann haben wir, Moment, die andere Linie habe ich hier versteckt. Die gehört nämlich dahin, sondern die gehört hierhin. Schauen Sie mal, hier ist es Widerstand, da ist es Widerstand. Dann wird es bullisch aufgelöst. Das ist jetzt eine potenzielle Unterstützung. Da kamen wir ran, aber nicht exakt an die 50%. Nicht exakt an die 200-Tage-Linie. Diese Trendlinie hatten wir auch noch nicht berührt und wir waren noch nicht so ganz an der 1000er-Marke. Also, es war schon eine Zone, aber mein Limit wurde leider nicht abgeholt. So, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Muss aber nicht. Nochmal eine Sache. Wenn ich, und das ist mir ganz wichtig, liebe Trader, bitte nochmal klar machen, wenn man Unterstützungen kauft, kann man größere Bewegungen erfassen. Man hat aber eine kleinere Wahrscheinlichkeit. Und wenn Sie die Chance im Markt haben, haben Sie auch das Risiko im Markt. Und dann wollen Sie nicht auch noch das Risiko im Geld haben. Also Unterstützungen dann eher mit kleineren Positionen. Der Kleinanleger macht es ja gerne so. Deutsche Bank fällt. Ah, muss steigen. Ganz viel Geld rein und noch mehr Geld und nochmal nachkaufen. Und dann sieht es schon wieder ganz schlecht aus mit dem Depot. Also, es ist nur eine Unterstützung. Nur eine Unterstützung. So, das prozyklische Signal hat eine größere Wahrscheinlichkeit, weniger Bewegung. Es geht auch um Chancen-Risiko-Verhältnis und ich weiß, dass ich gerade das Chancen-Risiko-Verhältnis ausblende. Das muss man auch beachten. Das prozyklische Signal für mich persönlich, und jetzt sind wir wieder bei den gleitenden Durchschnitten, was wir auch vorhin bei USO gesehen hatten. Schauen Sie, wenn der Markt, ich habe ja hier noch eine Linie versteckt, wenn ich alle Linien übereinander packe, dann wird es irgendwann mal komplett unübersichtlich. Also, wir haben ja immer noch eine Keilformation. Dazu haben wir eine potenzielle Doppelbodenformation. Eine potenzielle, ich sage nicht, dass es eine Doppelbodenformation ist. Eine Doppelbodenformation ist es erst dann, wenn die Nackenlinie gebrochen ist. Und, falls wir also über die Nackenlinie drüber gehen, über die 1070 gehen, haben wir eine doppelte Trendumkehr doppelt bullisch aufgelöst. Und doppelt hält nicht nur im realen Leben besser, sondern auch beim Traden hält es besser. Plus, wir haben 4 gleitende Durchschnitte, mit denen wir auch ordentlich gekämpft haben. Also nicht irgendwelche, durch die wir einfach durchschießen, sondern wir kämpfen damit, scheitern daran, genauso wie über die Woche hätten wir aus dem Weg geräumt. Und dann hätte ich es gern, dass der Markt nochmal die 1110 macht. Und dann nochmal von oben zurückkommt und von oben darauf aufsetzt. Nochmals, bitte, liebe Freunde, ich sage euch und Ihnen nicht, Platin wird dieses und jenes machen. Ich sage euch und Ihnen nicht, die 1000 Dollar wird halten. Die 1000 Dollar kann auch brechen und der Markt kann in Richtung 61% Retracement-Marke laufen oder noch tiefer laufen. Ich sage Ihnen nur, das ist eine potenzielle Unterstützung. Und ich sage Ihnen auch nicht, der Platinpreis wird dieses und jenes machen. Ich sage Ihnen nur, falls er dieses oder jenes macht, dann würde ich schreien, hier. Dann würde mich das interessieren. Weil wir sehr viele Widerstände aus dem Weg geräumt haben, bestimmte Widerstände geschwächt hätten und dann an Unterstützung zurücklaufen würden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir macht so etwas großen Spaß. Wenn ich aus dem Chart Wahrscheinlichkeiten ablesen kann. Wenn ich Trader sehe, die so einen Klitschko-kleinen Chart haben und dann ist hier MACD und CCI und Stochastik und RSI und Momentum und MFG und Oleole und was ich drehe. Tut mir leid, nach meinem persönlichen Dafürhalten haben diese Trader keine Ahnung. Wäre Otto Rehhagel ein Trader, würde er sagen, wichtig ist Ofenchart und nicht darunter. Und wir zeigen unseren Mentorschülern, wie man den Chart systematisch lesen kann. Und das macht großen Spaß. Und dann zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dieser Systematik die nächste Systematik sich reinholen, nämlich systematisch traden. Ich habe gestern mit einem unserer Mentorschüler telefoniert und wenn Sie sich zu 100.000% sicher sind, Sie wollen nicht zum Mentorprogramm kommen, hören Sie sich das an. Ich glaube, das könnte Ihnen trotzdem helfen, dass Sie anfangen, sich mit dem Traden zu beschäftigen. Übrigens, telefonieren gehört nicht zum Mentoring, aber wenn Mentorschüler zu mir sagen, Hamid, ich habe eine Frage, das möchte ich gerne mit dir persönlich besprechen, nicht per E-Mail oder nicht im Forum, können wir telefonieren. Was ihn irritiert hatte, war, dass alle um ihn herum gesagt haben, Mensch, du riskierst zu wenig. Der riskiert 0,3% seines Depots pro Trade. Setzt sie nicht ein, sondern riskiert es als Daytrader. Das ist großartig. Und er wollte nochmal sein Risikomanagement mit mir besprechen und wollte nochmal fragen, bin ich jetzt zu vorsichtig? Wir haben miteinander besprochen, dass es großartig ist, denn der sichert sein Überleben am Markt, während seine Fertigkeiten immer besser werden.
Und er schafft es, dass er nicht emotional reagiert, wenn er tradet. Weil die Summe, die er pro Trade riskiert, im Vergleich zum Gesamtdepot sehr klein ist. Das ist extrem hilfreich. Darüber rede ich aber im Mentorprogramm ganz anders. Darauf will ich nicht hinaus. Der hat mir nur erzählt, darauf will ich hinaus. Dass er so unglaublich stolz auf sich ist, dass er da vor den Chart sitzt und den Chart lesen kann. Wir haben gar nicht über Geld geredet. Er hat gesagt, ich bin so stolz darauf, auf das, was ich jetzt kann. Und ich habe Lust, dass ich besser werde. Und das, was ihn stolz macht, ist sein Fortschritt als Trader. Nicht die Entwicklung seines Depots. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich persönlich bin davon überzeugt, dass der persönliche Fortschritt, ich meine jetzt nicht der monetäre Fortschritt, sei es beruflich oder zwischenmenschlich, dass der persönliche Fortschritt Glück bedeutet. Und in dem Augenblick, in dem wir stehen bleiben, können wir nicht wirklich Glück empfinden, wenn wir uns persönlich nicht weiterentwickeln. Und deswegen ist meine Frage an Sie: Wo haben Sie sich, in welchem Punkt haben Sie sich als Trader im letzten Jahr entwickelt? Was machen Sie dieses Jahr besser als nächstes Jahr oder vorletztes Jahr? Was können Sie anhand des Charts besser erkennen? Was können Sie beim Traden besser machen? Ich bin davon überzeugt, falls Ihre Frage ist, ich kann nichts besser machen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Programm Ihnen die Instrumente gibt, damit Sie Lust haben, sich vor die Charts zu setzen. Ob Sie es am Ende tun werden, weiß ich nicht. Das hängt auch mit Ihrer Disziplin, mit Ihren eigenen Wünschen zusammen. Aber wenn Sie sagen, ja, ich habe tatsächlich den Wunsch, den Chart richtig lesen zu können, den systematisch deuten zu können und habe Lust darauf, stolz auf mich zu sein, vergessen Sie das Geld. Das Geld, wenn Sie gut traden, kommt das Geld. Wenn Sie schlecht traden, geht das Geld. Ganz einfach. Aber der Kleinanleger guckt immer nur auf das Geld. Wenn Sie Lust haben, stolz auf sich zu sein, dann empfehle ich Ihnen unser Mentorprogramm. Bis zum 3. Oktober haben Sie noch 30% Preisnachlass. Danach Preisnachlass deutlich gesenkt. Und jetzt habe ich das Entscheidende vergessen. Das hat mich echt beeindruckt. Der hat gesagt, meine Freundin fragt mich, warum tradest du nicht die Setups, die die anderen Mentorschüler, also die anderen Formationstrader im Forum vorstellen? Warum tradest du das nicht nach? Dann hat er gesagt, das interessiert mich gar nicht. Ich will meine eigenen Setups traden. Ich will das, was ich selber erkenne, traden können. Und das hat mich wirklich extrem beeindruckt. Dieser Mensch hat Bock darauf, besser zu werden, ein besserer Trader zu werden. Und er wird die allermeisten anderen Trader, wenn er so weitermacht. Wenn er weiterhin sein Risiko hält, sich jeden Abend da dran setzt und immer wieder das ausführt, was wir ihm beigebracht haben, der wird ganz viele wieder überholen und hat gute Chancen, erfolgreicher Trader zu sein. Kommen Sie nicht zu unserem Mentorprogramm, aber sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Fertigkeiten sich verbessern. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie das können, fragen Sie mich. Fragen kostet ja bekanntlich nichts. So, dann kurzer Blick auf Gold. Übrigens, wenn Sie Fan von Goldminen sind, letzte Rohstoffausgabe, ich glaube so Mitte oder letztes Drittel, geht es um die Minenwerte. Ausführlich können Sie sich gerne dort anschauen. Also, der Goldpreis ist gerade dabei, eine aufsteigende Trendlinie bärisch aufzulösen. Ich habe Ihnen gesagt, falls diese Trend unterstützende Linie bärisch aufgelöst werden sollte, würde mich das nicht nervös machen. Denn deutlich entscheidender ist das hier. Die Bullenflagge, deutlich entscheidender ist hier die 1300er Marke, deutlich entscheidender ist die 1290 und wir haben bei 1285 die 200-Wochen-Linie. Das ist sehr viel Unterstützung. Das hat deutlich mehr Aussagekraft. Ja, es ist eine bärische Keilformation als diese bärische Keilformation. Denn es kann auch passieren, dass der Markt diesen Keil bärisch auflöst, nach unten läuft und alle schreien, oh, Trendlinie gebrochen. Und ja, dann kann der Markt auch noch unter die 1300 fallen. Und er kann auch noch unter die 1280 fallen. Dann gibt es ein Signal in Richtung 1250. Aber der Markt kann auch genauso gut diese Keilformation bärisch auflösen und dann so laufen. So weiter konsolidieren, weiter konsolidieren, weiter konsolidieren, weiter konsolidieren. Weiß ich nicht. Und dann von der falschen Seite hier wieder nach oben schießen. Bitte beachten Sie das. Wenn ein Markt übergeordnet so bullisch ist, würde ich den Bruch der Linie Stand jetzt nicht sofort traden wollen, wenn hier drunter so viele Unterstützungen sind. Ich muss auch sagen, wir wissen noch nicht, was am Ende des Tages passieren wird. Also ich hatte Ihnen schon gesagt, dass die, sehr schön, wir hatten Ihnen auch gesagt, dass diese Zone um die 1320 interessant sein kann.
Jetzt deutet sich das an, schauen Sie über den 10-Minuten-Chart. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin hier gerade Gold Long unterwegs. Es ist nur ein kleiner Daytrade, nur ein Trade, ganz kleine Position. Und nochmal, Leute, wenn ich sage, es ist nur ein Trade, der klassische Trader-Spruch aus dem angelsächsischen Raum, no trade will ever make me or break me. Also kein Trade wird mich jemals zum gemachten Mann machen oder mich fertig machen. No trade will ever make me or break me. Das ist ein Klitschko kleines Tradechen. Also hier. Unterstützung, Unterstützung. Da Unterstützung, da Unterstützung, da Unterstützung. Fällt Ihnen auf, wie gut unsere Trendlinien funktionieren, weil wir sie nicht nach Gusto zeichnen. Es gibt eine Systematik, wonach man Trendlinien einzeichnet, wonach sie die Profis einzeichnen, ob sie es glauben oder nicht. Wenn Sie bei uns beim Programm waren, dann wissen Sie das. So, dann haben wir neben dieser Linie eine etwas steilere Linie und auch noch hier. Widerstand, 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 Widerstand gebrochen, Unterstützung. Schöne bullische Bewegung, potenzielle Unterstützung. So, jetzt haben wir die 20-Stunden-Linie und diese trendbegrenzte Linie geschwächt. Jetzt ist die Frage, schafft der Markt das jetzt hier, diese Bewegung in Richtung der 200-Stunden-Linie zu machen? Wäre ein schöner Trade. Kann ich Ihnen sagen, ich glaube 60-90 ist meine Position. Nachdem er das jetzt nochmal bestätigt hat, werde ich jetzt nochmal meinen Stop-Loss nachziehen, dann habe ich kaum noch Risiko. Und dann gucken wir mal, ob der mir ein richtig gutes Chancen-Risiko-Verhältnis gibt oder nicht. Wenn nicht, gut. Auch andere Charts haben hübsche Formationen. Am Tageschart ändert sich hier nichts. Silber, genau das Gleiche. Ansonsten, wie lange habe ich gesprochen? No way. 17 Minuten. Wie halten Sie das mit mir aus? Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen früh wieder da sind. Dann schauen wir zusammen auf den DAX. Wir schauen auf den Dow Jones. Wir schauen vielleicht auch auf Einzelwerte. Und vielleicht ist Tom, drücken Sie die Daumen, dass Tom wieder gesund ist. Dann gibt es heute Abend noch eine Devisenausgabe. Und last but not least, am Wochenende gibt es selbstverständlich die nächste Rohstofftagesausgabe. Freue ich mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Denken Sie dran. Risiko. Sie spielen auf Ihr eigenes Risiko. Risiko meine ich. Haben Sie Ihr Risiko im Griff? Wenn Sie Ihr Risiko im Griff haben, dann ist schon vieles erledigt. Und wenn Sie Ihr Risiko nicht im Griff haben, fragen Sie sich, wie kann ich mein Risiko im Griff kriegen? Und wenn Sie einen Tipp haben oder wenn Sie eine Idee haben, dann schreiben Sie mir das. Sind Sie herzlich eingeladen. Was bleibt mir noch? Mein Name ist Hamed Esnaschari und ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz tief vom Herzen, dass Sie alle gesund bleiben. Wenn Sie es nicht sind, wissen Sie, ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie hoffentlich sehr, sehr, sehr bald wieder gesund sind. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie doch gerne mir und Informationstrainern bitte gewogen. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem 6-monatigen Mentorprogramm oder klicken Sie auf das Feld links oben, abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativem Charakter zu den Rohstoffmärkten, Aktien und Indizes.